Hallo Freunde und willkommen bei VRamaTech. In diesem Video wollen wir uns zusammen mal kurz das Steam Deck anschauen. Das Steam Deck ist ja bereits im Februar 2022 erschienen, aber erst seit Anfang Oktober kann das Gerät ohne lange Wartezeiten direkt bestellt werden. Und ja, auch ich konnte dem Teil jetzt einfach nicht mehr entkommen und habe mir direkt eins mitbestellt. Zuerst schauen wir uns kurz ein paar Daten und Fakten zum Steam Deck an. Dabei möchte ich mich aber kurz halten. In einem kleinen Unboxing zeige ich euch noch, was ihr bei der günstigsten Version geliefert bekommt und welches Zubehör ich mir gleich noch mit besorgt habe. Zum Schluss erzähle ich euch noch, warum das Steam Deck meiner Meinung nach so interessant ist und in einigen Punkten andere Handheld-Konsolen einfach schon vom Konzept her in den Schatten stellt. Spielt auch ihr mit dem Gedanken, euch ein Steam Deck zu kaufen, dann bleibt da also einfach dran. Und wenn euch das Video gefällt, freue ich mich natürlich über jeden Daumen nach oben. Der Handheld Gaming Computer von Valve ist in drei unterschiedlichen Varianten erhältlich und kommt je nach Variante auch noch mit unterschiedlichen Extras zu euch. Preislich bewegen wir uns hier bei 419 Euro für das günstigste, 549 Euro für das mittlere und 679 Euro für das Topmodell. Bei allen Modellen ist eine Tragetasche im Lieferumfang enthalten. Zu den höherpreisigen Modellen gibt es noch ein paar exklusive Inhalte, die interessieren mich hier aber weniger. Die teuerste Version kommt auch noch in einer hochwertigeren Tragetasche und einem entspiegelten Display mit geätztem Glas zu euch. Der eigentliche Hauptunterschied liegt aber in der Größe und Geschwindigkeit des Speichers. Ich habe mich für die kleinste Version entschieden. Das liegt einmal daran, dass ich den Speicher mit einer microSD aufstocken kann, die ich sowieso noch hier rumliegen hatte, und außerdem kann man die Festplatte auch nachträglich noch durch eine schnellere Version ersetzen, sofern man sich zutraut, das Gerät zu zerlegen. Alle übrigen Komponenten wie die CPU oder die GPU sind bei allen Modellen identisch. Ihr habt A, B, X, Y-Tasten, Steuerkreuze, Analogsticks, L und R, LCD, Display. Ihr habt Schultertasten, Hochauflösende von 7 Zoll, viermal zugreifbare Kursuranzeige, zwei Analogsticks, in Tonergröße, Kapazität. Also mal im Ernst, Leute. Mich interessiert es persönlich wirklich nicht, ob das Teil 3 Pixel mehr hat, ich 2 Sekunden weniger Ladezeit habe oder das Gerät 5 Gramm leichter ist. Mich interessiert die Funktionalität und ob das Teil am Ende des Tages auch Spaß macht. Und genau dazu kommen wir gleich. Wer alle Infos will, für den habe ich den Link in die Videobeschreibung gepackt. Zuerst packen wir unser neues Spielzeug aber aus. Das Steam Deck kommt in einer relativ unscheinbaren Verpackung und ist deutlich kleiner, als man vielleicht zunächst erwartet. Zunächst springt euch eine Infokarte an. Die Bildchen erklären euch, wie ihr das Gerät laden könnt, einschalten könnt oder wo ihr eure microSD unterbringt. Natürlich liegt dem Steam Deck ein Ladegerät bei. Das ist aber nicht besonders spannend, deswegen kommt es erstmal weg. Die Verpackung des Steam Decks ist auch relativ unspektakulär und das Gerät befindet sich direkt in der mitgelieferten Tragetasche. Hat man das Steam Deck erstmal von seinen Fesseln befreit, stellt man fest, dass es deutlich größer ist als andere Handheld-Konsolen, wie beispielsweise die Nintendo Switch. Gerade bei den beiden günstigeren Varianten fällt das stark spiegelnde Display auf. An dieser Stelle war ich so frei, mich selbst auszublenden. Die Verarbeitung des Geräts macht einen guten Eindruck und es liegt auch gut in der Hand.
Zum Steam Deck habe ich mir noch ein bisschen Zubehör bestellt. Dabei wollte ich kein Vermögen ausgeben. Deswegen habe ich einen sehr einfachen Displayschutz, eine günstige Docking Station und ein Cover für das Steam Deck bestellt. Auch hierfür setze ich euch die Links wieder in die Videobeschreibung. Ich persönlich bin mit allen Produkten zufrieden. Bei der Schutzfolie könnt ihr euch überlegen, vielleicht doch eine entspiegelte Variante zu kaufen. Der erste Punkt ist, richtig, Steam selbst. Ich bin sicherlich kein Profi-Gamer, aber über die Jahre haben sich in meiner Steam-Bibliothek doch einige Spiele angesammelt. Die Möglichkeit, diese Spiele jetzt auch auf einem Handheld zu nutzen, ist natürlich super, aber das allein ist noch nicht alles. Meine Spielstände werden über Steam synchronisiert und ich kann sowohl am PC als auch mit dem Steam Deck auf denselben Spielstand zurückgreifen. Zockt man wie ich ab und zu VR-kompatible Spiele, wird dieser Vorteil nochmal deutlicher. Außerdem sind Spiele bei Steam häufiger mal im Angebot und im Zweifelsfall bekommt man über andere Anbieter auch mal Produktkeys zum Schnäppchenpreis. Insbesondere die Möglichkeit, seine Spiele auch bei Drittanbietern zu kaufen, habe ich bei den wenigsten konsoleneigenen Shops feststellen können. Stellt sich natürlich zuerst mal die Frage, was meine ich mit Offenheit? Schon mal versucht, auf einer PlayStation oder Nintendo Software zu installieren, die nicht offiziell angeboten wird? Nein? Ist vermutlich möglich, aber nicht ganz so einfach. Das Steam Deck ist hier deutlich offener, kann prinzipiell als PC genutzt werden, es kann zusätzliche Software installiert werden und wenn einem danach ist, kann man das Ding auch platt machen und Windows installieren. Man kann sogar die Rechenpower seines Gaming-PCs nutzen und direkt auf das Steam Deck streamen. Insbesondere für PC-Spieler ist das nochmal eine nette Funktion. Viele nutzen auch Emulatoren, um beispielsweise alle Nintendo-Spiele zu spielen oder modden fleißig. Das Steam Deck hat eben viele der Vorteile, die man beim Zocken mit einem PC auch hat. Und ein Punkt, der mir besonders wichtig ist, ist die Unabhängigkeit. In den letzten Jahren werden Spiele immer häufiger ausschließlich in digitaler Form und ohne Datenträger verkauft. Natürlich ist das auch so, wenn ihr ein Spiel über Steam kauft. Einen kleinen Unterschied gibt es da aber doch. Ich selbst habe Steam seit 2008 und grundsätzlich habe ich all die Spiele noch, die ich in den vergangenen 14 Jahren gekauft habe. In der Zwischenzeit hatte ich verschiedene Konsolen und insbesondere in den letzten Jahren hat mich ein Umstand immer mehr gestört. Habe ich ein Spiel in digitaler Form gekauft, ist es an meinen Account gebunden und ich kann es im Nachhinein nicht mehr veräußern. Möchte ich aber meine PlayStation oder Nintendo verkaufen und habe nicht vor, auf eine neuere, abwärtskompatible Konsole desselben Herstellers zu wechseln, sind meine Spiele verloren und für mich absolut unbrauchbar. So ging es mir vor einiger Zeit beim Verkauf meiner PlayStation 4 und so geht es mir aktuell beim Verkauf meiner Nintendo Switch. Und ich persönlich muss an dieser Stelle sagen, mir reicht's. Ob bei PC-Spielen oder VR-Titeln, ich nutze ab jetzt Steam als zentrale Bibliothek, denn einen PC werde ich immer besitzen und solange Steam existiert, kann ich einen Großteil meiner Spiele weiterhin nutzen. Und selbst wenn ich keinen PC mehr besitze, werde ich meine Spiele über Cloud-Gaming-Dienste wie beispielsweise Shadow nutzen können, solange es Steam gibt. Und das waren auch schon meine drei großen Hauptgründe, weswegen ich das Steam Deck als Handheld unschlagbar finde. Insbesondere für PC-Spieler ist es eine super Ergänzung und meiner Meinung nach sinnvoller als jede Konsole, sofern man nicht unbedingt exklusiv Titel spielen möchte. Natürlich gibt es noch viele, viele weitere Argumente, die für, aber auch gegen ein Steam Deck sprechen und die Zockergemeinde kommt permanent auf neue Ideen, was man mit dem Teil noch so alles anstellen kann. Falls ihr noch Empfehlungen habt oder wir zusammen noch etwas mit dem Steam Deck testen sollten, schreibt es mir doch einfach in die Kommentare und über ein, zwei Abonnenten mehr würde ich mich an dieser Stelle auch sehr freuen.
Das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein und deswegen wünsche ich euch viel Spaß und bis demnächst, euer Rama.